Staying alive, let's see if you really trap. Turn off the Auto-Tune. So, wir sind jetzt hier in Hamburg, es geht nach Wien. Heute ist ein Day in Life Vlog. Ich habe in 2 Tagen Geburtstag. Ich fliege jetzt erstmal nach Wien, weil ich feiere meinen Geburtstag in Wien, am Rolling Loud und bla bla bla. Wo wir jetzt hier direkt wieder angekommen sind, in der Puffer-Abteilung. Ich zeige euch mal wieder den Tricks der Tricks. Das wird, by the way, das heute jetzt wird so ein Day in Life Vlog. Wir gehen heute zum Wave Meet and Greet. Wir gehen essen heute Abend. Lia ist dabei, mein Bruder ist dabei, Drexler ist dabei, Varial ist dabei. Jeder ist gefühlt dabei, also wirklich jeder. Wird sehr, sehr geil. Und wo bin ich hier? Warte mal. Da werden wir wieder bei der Parfumabteilung. Ihr wisst, wenn man da angekommen ist, ich weiß nicht, was soll ich hier für ein Parfum nehmen? Digga, probiert hier die Parfums rum, falls ihr mich gerade hört. Probiert hier die Parfums rum. Guckt euch hier irgendeins an. Dann Try Me steht da ja extra. Ich kann so klicken. Nee, das ist eklig. Dann das hier. Wartet. Das geht klar. Zwei Spritzer. Aufgemacht. Zack. Hier ist auch Mia. Sag was. Hallo. Day in the life. Let's see if you really trap. Turn off the OOT. Let's hear how you really rap. Haha, send a location. Come burn up, boy, if you're bad, let's see. Das sieht ja mit Brille echt richtig gut aus. Danke. Wir sind jetzt hier bei Julian angekommen. Wir sind gerade mit Taxi gefahren. Und mein Steuerberater ist auch weiß. 60 fucking Euro. Ich glaube, ich wurde gescampt ein bisschen. Einmal nur ein bisschen edgen. Einmal ein bisschen edgen. Oh! Okay, ich begieße hier ein bisschen in den Garten. Das reicht mir, Revenge Arc. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, als Shanti mir Wasser ins Gesicht hat. 2-mal im Bootcamp. Wer fährt den Dummjungs ins Bootcamp, Digga? Und jetzt, wir nehmen hier ein Glas Wasser und ich werde ihm das so fett in die Fresse kippen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Er wird jetzt, nein, ich werde ihn dann so. Redemption Arc. Pass auf. Hallo? Was geht? Wie seid ihr da durch, Jungs? Ist zu klein, ist alles voll. Ja, wie geht's? Wie fett, Stück. Anna, du hast den ganzen Weg voll gemacht. Du hast den ganzen Weg voll gekleckert. Digga, ich wollte noch Hack geben, ne? Digga, ich kann noch Rolling Loud daraus kriegen, wenn ich Lust hab. Ich kann noch Rolling Loud einmal. Hast du überhaupt gefilmt? Nein, aber du hast nicht. Oh, Mia! Oh nein, okay! Okay, bitte! Wir gehen jetzt zum Friseur! Alter! Zum ersten Mal! Seitenschienen sehen schon echt crazy aus, finde ich. Sieht schon also 1000-mal besser aus als bei jemand anderem Friseur. Shoutout an Tarek, der beste Mann. Ja, ehrlich. Bro, Tarek, sein Haar wird danach so krass laufen, ne? Also, ab jetzt kommen die ganzen 12. Wenn ihr wie wohnt, kommt hier. Ja. So, das ist das Zimmer. Wir haben noch Marlon inklusive bekommen. Das ist das Bett. Okay, Bett-Test. Warte, ich filme dich, filme mich. Alter! Und jetzt üben. Machen wir ein bisschen, komm. Jetzt, wie? Ja? Oh. Damn, okay. Okay. Die Hips. Okay. Ja. Einmal Mia sein. Okay, wir haben oben auch einen Pool, da werde ich Mia drin filmen. Nein, wir haben oben auch einen Pool, aber eine Liege, ratet mal, was eine Liege kostet? 50 Euro. 50 Euro! Ey, geil geraten, ihr wusstet das noch nicht, ne? Heftig. 50 Euro kostet eine Liege, das ist das Zimmer. Und jetzt war's gut. Oha! Machen wir Licht an? Eine Regendusche? Oh, eine Regendusche? Ah, hier ist noch kein Strom. Hier ist irgendwie kein Licht. Aber so auf Oldschool, aber nice. Sieht sehr schön aus. Ich muss sagen, gediegenes Hotelzimmer, ein schöner Ausblick. Der schönste Ausblick ist natürlich oha, mach mal hier. Und hier. Zeig mal hier, Wien. Oh, Wien ist da so schön, Digga. Wien, nichts ist besser als Wien. Sieht schön aus. Nein, gutes Hotelzimmer. Wir fahren jetzt zum Meet and Greet. Die verschwitzten Fans wieder treffen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und wir sind jetzt im Store. Shoutout Luke. Luke hat mal wieder Pizza organisiert. Ich hab so unnormal Hunger. Ich geh gleich nochmal. Wollen wir gleich einmal in die Stange gehen? Wir gehen gleich einmal raus. Okay. Alter. Geh mal weg vom Fenster. Pokémon Go. Zeig das Keyboard mit Scholz. Okay, hat das noch jemand von euch? Nur du. Du bist ein fucking Macher. Soll ich dir einmal unterschreiben? Ja, okay, komm mal. Ist das der Inbegriff von Talon? Air Force? Was ist das für eine Hose? Nike? Lacoste?
Dann? Sei ehrlich, ist echt? Nein. Nein, ist nicht echt? Okay, und eine Gucci-Cap, ist die echt? Nein. Okay, Bro, aber weißt du, was echt ist? Die T-Shirts da vorne. Okay. Küss dein Herz, Bro. Der Motherfucker hier hat mir eine Kette geschenkt. Reason, A, Lenny und Badial. Wait, Badial, Alex. Macher, sagt dein Creator Code Reason 7. Aaron. Sag dein Insta. Aaron Beck. Aaron Beck. Für Reason und Badial mit der FNCS Pickaxe. Das zweite Geschenk schon, ich danke dir. Bester Vater auch, dankeschön. Nächstes Geschenk, erstmal, warte, zeig mal. Er hat für uns beide ein Geschenk. Zuerst mal. Lieber Jürgen, okay. Ja, beste Keyword unterschreiben. Alter, der Bock. Ja, wir haben ein Geschenk für mich. Ja. Tennisbälle? Für deinen Hund. Okay, ja, für deinen Hund. Noch was für meinen Hund? Kann ich das auch Grillbälle geben? Auf mich? Ah! Alter! Wo sind das denn dann gegift? Alter! Oh mein Gott! Ich danke dir, Bro! Aber ich muss sagen, das ist glaube ich das hässlichste Bild, was von mir. Hast du gut ausgesucht? Für mich und für dich noch. Kondome, Bro! Danke! Der Herr hätte gern Seiten auf. R9. R9? Okay. Ich glaube, darum kümmern wir uns mal. Das ist aber offiziell Consent jetzt. Ja. Okay. Also wir machen das schon mit deiner Erlaubnis, oder? Ja, mach. Okay, gut. Sicher? Ja, ja. Ich krieg 150 Euro von meinen Freunden. Also. Echt jetzt? Oh, oh Business. Business! Aber wolltest du nicht ein Low-Fade, Bro? Ja, nein. Was ist gut? Was ist ab? Vielleicht ist ja fresh. Oh, oh hart. God damn, du bist cocky. Ist das Ende geben wirst? Ja, ich glaube, schon fertig. Hat niemand im Chat, der sagen kann, dass gut aussieht? Ich hab einen Chat. Gib mir mal einen Spin. Ich gebe Geld, damit ich reinkomme. Reason, ich liebe dich. Reason, 20 Euro für what the fuck. Was geht, Jungs? Alter, was kann ich euch sagen? Okay, warte, hört mir zu. Ich schreit an. Ein Hashtag App. Ich schreit alle Creator Code Reason, wenn ich 3 sage, okay? Okay, warte. Leise. 1, 2, 3! Oh, Alter, ich weiß nicht, ist das ist Mr. Savage. Das ist Mr. Savage. Guck's dir an. Oh mein Gott! Das ist Mr. Savage. Er hat nicht dich gemeint. Das ist ein Disrespect. Ja, danke. Ja, komm, er will irgendwas noch zeigen. Haben wir ein Foto? Ah, schau mal an! Okay, sein Handy ist gerade ausgegangen, während er ein Foto macht. Willst du irgendwas zum Vlog sagen? Ja, ich wollte gerade Foto machen. Mein Handy ist. Willst du mich grüßen? Ja, ich grüße Raphael Schwoboda und Philipp Schwoboda. Okay, und wer ist er? Keine Ahnung. Darf ich euch jemanden grüßen? Ja. Ich grüße Alex und Benjamin. Kann ich auch grüßen? Ja. Ich grüße meinen Cousin Nikola. Cousin! Wir sind immer noch beim Meet and Greet und er hat tätowiert, sag ich schon. Er schreibt ja auf dem Arm, Trainer von Reason. Sehr stark. Wie alt bist du? 13. 13, passt. Arda Güler oder Vinicius Junior? Arda Güler. Arda Güler oder Wirtz? Arda Güler. Arda Güler oder Musiala? Arda Güler. Die hauen wieder Toten raus. Der Day in the Life geht weiter. Ich habe mir Lachs-Tartar bestellt mit Creme Fraiche und Avocado. Die Avocado ist ganz, ganz unten. Ganz, ganz leicht geschenkt. Was ist das, Papa? Hafelspitz ist eine Suppe. Das sind Pfannkuchen. Ach so. Die wollte ich haben, aber ich wusste nicht, dass dies ist. Agun. So, junge Dame. Agun. Er macht das halt so öffentlich. Sieht so geil aus. Schlitz. Sehr gut aus. Rating zum Lachs-Tartar. 4 von 10, muss ich sagen. War nicht gut. Aber ich gebe euch ein Ranking zum Ding, zum Schnitzel. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das Teller ist aufgegessen, gib ein Rating. Stabile Schnitzel kann ich schon sagen. 8 von 10, ist gut. 7,5 von 10. Alex, Rating? Essen? Ja, 8 von 10. So auch 8. Nee, auch. Ich sage auch 8. War gut, aber zu wenig Preise bei Marmelade. Ja, Kenny läuft hier irgendwie immer noch mit seinem Koffer rum auch. Warum auch immer. Homeless. Ja, wir gehen jetzt auf den Club, es ist gerade 23 Uhr, deswegen fühlt sich das alles auch so lang an für mich, weil ich seit 4 Uhr wach bin. Ich bin fast seit 24 Stunden jetzt wach. Und mir geht's, ich bin so fucking müde. Und Alex, ich schwöre, mit Mia, das auch okay. Okay, so. Wir gehen jetzt anscheinend doch nicht feiern. Mia und ich haben wirklich nur 3 Stunden Schlaf oder so, nicht mal 2 Stunden Schlaf. Und wir bleiben jetzt im Hotel. Das heißt, das war's mit dem Day in Life. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe euch ein bisschen mitgenommen, wie wir nach Wien gereist sind, wie das Meet and Greet war beim Essen mit meinen Eltern. Ein bisschen Eindruck auch von meiner Familie gegeben. Ein bisschen Eindruck, wie so unser Tag aussieht. Wirklich auch mal, wenn wir einfach nur rumtrollen. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann lasst euch das in den Kommentaren wissen. Abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und das nächste wird mein 18. Geburtstag. Deswegen smash den Abo-Button, smash den Like-Button, haut rein und ciao.